Hallöchen, mein Name ist Nadine von stampingclub.de. Ich bastel heute mit euch ein Windlicht. Ich verwende hierfür zwei Stück Farbkarton in Marineblau mit den Maßen 12 x 25 cm. Mit dem Papierschneider und der Falzklinge des Papierschneiders falze ich die langen Seiten jeweils bei 12 und 24 cm. Mit dem Papierfalter werden nun die Kanten nachgearbeitet. Um die Sichtfenster meines Windlichts zu gestalten, nehme ich nun den Papierschneider und mache mit der Schneidklinge rundherum mit einem Zentimeter Abstand zu den Rändern bzw. den Falzlinien kleine Quadrate aus den großen Quadraten. Mit meiner Big Shot, der Präzisionsplatte und den Edgelets vom Winterstädtchen aus dem Herbst Winterkatalog stanze ich nun auf flüsterweißem Farbkarton meine Winterlandschaft aus. Für die vier Seiten des Windlichts braucht ihr natürlich vier verschiedene Motive. Um meine Winterlandschaften aus den Edgelets-Formen herauszubekommen und alle Details auszustanzen, nutze ich die Bürste, die es extra für die Stanzform der Big Shot gibt. Da mein Papier hier größer ist als die Stanzform, schneide ich an den Seiten einfach die Motive aus. Habe ich einen zu großen Rand unterhalb der Häuser, schneide ich das einfach mit dem Papierschneider zurecht. Nun bringe ich um die Fenster herum rundherum das Abreißklebeband auf. Auf der Rückseite wird noch Klebeband für die Klebelasche aufgetragen.
Ich kann nun beginnen, das Trägerpapier Fenster für Fenster abzutragen. Meine Winterlandschaft klebe ich nun am unteren Rand des Fensters auf. Links und rechts abstehende Papierreste schneide ich einfach mit der Schere ab. Auf die Winterlandschaft klebe ich ein Stück Pergamentpapier, den ich auf 10,5 x 10,5 cm zugeschnitten habe. Die Maße für das Pergamentpapier sind recht knapp, allerdings bekommt ihr so 4 Stück aus einem Bogen A4 heraus. Habt ihr so wie ich nur 3 verschiedene Motive für 4 Seiten, achtet darauf, dass ihr das gleiche Motiv auf der gegenüberliegenden Seite aufklebt. Um die Klebereste zu überdecken, kann ich nun 0,8 cm breite Streifen aus meinem Marineblau Farbkarton zuschneiden und sie rundherum aufkleben. Die beiden Seiten des Windlichts werden nun aneinander geklebt. Hierzu entferne ich das Trägerpapier und klebe die Kante direkt bündig an die Falzkante. Und damit ist mein Windlicht mit der Winterlandschaft auch schon fertig. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und mir einen Kommentar zu hinterlassen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.